Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kanal. Und Leute, für alle, die sich jetzt die Frage stellen, wann sind die Videos entstanden? Also alle Minecraft-Stadtteile bis jetzt sind am selben Tag entstanden. Am 28.03. Morgen werde ich sie vermutlich hochladen. Wird eine Menge sein, die ich da hochladen kann. Genau, heute geht es darum, die Kraftwerke, also sprich Heizkraftwerk, Stromkraftwerk und die Solaranlage zu erklären. Und ja, also halt auch wirklich hier alle Rohre und wie das hier funktioniert. Gucken, funktioniert hier die Kraftwerkstechnik, weil da habe ich so meine Zweifel. Und ja, da mal wieder eine ganze Menge vor in diesem Video. Ich würde sagen, let's go. Ich habe mir in der letzten Folge einen wunderschönen Kopf geholt. Einfach, weil ich es kann. Und ja. Fangen wir mit dem Einfachsten an und mit dem, was ja zuletzt kam. Also an sich ja. Also die Kraftwerke, das Heizkraftwerk war das erste, was ich gebaut habe. Für alle, die es interessiert. Das hier, das Heizkraftwerk hatte ich zuerst gebaut. Dann das Haus und dann das Stromkraftwerk. So. Und irgendwann wollte ich das Stromkraftwerk eigentlich absetzen. Und dann habe ich hier halt das Solar. Die Solarzelle gebaut. Ja, also Solarzelle, ganz einfach, Tageslichtsensoren, die halt, wenn es Tageslicht ist, ein Signal abgeben. Redstone, hier. Geht halt hier in so einen Redstone-Verstärker, die haben ja 4 Stufen. Desto höher die Stufe, desto langsam geht der Strom durch. Und ja, da ist ja halt so eine Art Akku oder, naja, Kondensator-Akku. Halt, bis hierhin. Was eigentlich kompletter Müll ist. Außer ich würde jetzt von hier noch eine Reihe bis hierher ziehen. Könnte man mal machen. Dann würde das nämlich wieder Sinn machen und somit würden wir das Kraftwerk halt entlasten. Und das ist ökologisch, wobei CO2-Ausstoß ja hier in Minecraft kein Problem ist. Wir wollen ja umweltfreundlich sein. Ja gut. Ja. Ich würde sagen, ich mach's mal kurz. Nacht / Set. / Thema. So, okay, also die Sonne geht jetzt unter. Dort hinten kommt schon der Mond. Die Solaranlage wird gleich aufhören zu arbeiten. Und dann aber kommt halt der Strom hier draus. Ja, das ist so dann halt so das. Ursprünglich war mal geplant, dass das Teil hier halt ein riesiger Kondensator wird. Aber Leute, ihr braucht echt eine große Fläche, um eine komplette Minecraft-Nacht zu überbrücken. Deswegen hatte ich anfangs noch ein Wasserkraftwerk gebaut. Und mit Kraftwerk meine ich, das war einfach nur so ein Rad, das sah hässlich aus. Deswegen habe ich es weggerissen und ja, vielleicht baue ich mir einen Staudamm. Ja, dafür bräuchte man aber ja, eine Wasserquelle vielleicht, die so irgendwie aus dem Gebirge kommt. Keine Ahnung. Ja, müsst mal schauen, dass wir hier vielleicht so zubauen und dann mit Wasser auffüllen. So ein bisschen, ja.
ja, der Kondensator und er läuft, Leute. Er läuft schon. Ja, also, er läuft. So, wir gucken mal kurz, was das Kraftwerk macht. Zuerst gucken wir, ob das Kraftwerk funktioniert, weil ich habe jetzt halt Nacht gemacht. Also, genau, in der Theorie. Genau. Hey, warum kommt der Strom raus? Wartet, Leute, ich muss das kurz fixen. Hä? Dann muss das doch so rum. Dran. Da muss Strom rein, damit hier keiner rauskommt. Genau. Leute, es ist kompliziert. So, das Kraftwerk läuft gerade nicht. Das hat bis jetzt alles seine Richtigkeit. Ah, und guckt mal. Der Mond ist erstmal da und noch nicht mal in der Mitte und der erste Kondensator ist schon alle und der zweite, ja gut, der ist vielleicht etwas größer. Also solange hält das nicht. Also hier ist halt ein kleiner Strommast. Ja. Da ist noch einer und das ist dann auch der letzte gewesen. Weil ich dann zu faul war. Können wir ja alles noch machen, Leute. Wir haben noch eine Menge zu bauen. Also das Projekt dauert noch eine Weile. Macht euch da mal keine Sorgen. Ihr seid mich noch nicht los. Und selbst wenn, dann fällt mir schon wieder ein neues Projekt ein. Keine Sorge. So, wie sieht's überhaupt im Kraftwerk drinne aus? Ja, in Ofen läuft noch. Achso, hier habe ich schon mit Laternen gemacht. Sollte ich vielleicht auch mal Redstone-Lampen machen? Oder vielleicht mal, wenn wir am Kraftwerk Wartungen vornehmen, an der Redstone-Schaltung. Oder halt auch beim Solar. Naja, gut, Solar, ja. Wenn wir halt so Arbeiten dran vornehmen, dass wir vielleicht einen Kondensator bauen oder einen Ersatzkraftwerk. Oder halt einen Staudamm. Nur einen Staudamm halt, ja. Dafür bräuchten wir einen Wasserfall, der gar nicht mal so weit weg ist. Und das, meine Lieben, haben wir natürlich nicht. So, mal schauen, wo der Kondensator denn schon ist. Ja, der ist in der Hälfte. Man könnte auch so eine Akku, also so eine Füllstandsanzeige des Kondensators mal bauen. War eine coole Idee. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass hier der Kondensator sich langsamer entlädt? Hier. Nee, hier sieht's aber genauso aus wie hier. Keine Ahnung, Leute. So, gleich ist der Kondensator alle. Wir fliegen zur Technik. Also, in der Theorie sollte sich das hier ausschalten. Genau, das hier schaltet sich aus. Das hier schaltet sich gleich auch aus. Also, alles hier muss aus sein. In der Theorie. Warte, wir testen das kurz, wenn jetzt ein bisschen was reingelaufen wäre. Leute, wir sollten das vielleicht doch anders bauen. Okay, Leute, die Kraftwerkstechnik funktioniert noch nicht. Oh, wir haben keinen Strom. Schlecht, 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 Herr Specht. Wir kappen mal die Leitung, damit das Kraftwerk wieder läuft.
Ich stelle mir da gerade nur eine Frage. Wenn der Trichter voll ist, der eine, warum sind denn alle Öfen aus? Egal. Leute, machen wir weiter mit der Vorführung. Das Heizkraftwerk. Also zunächst die Bepowerung der Kraftwerke läuft hier. Das Rohr hier ist für das Stromkraftwerk. Bumm. Da läuft das Holz durch. Und hier das Rohr, also die Rohre münden hier. Und hier das Rohr ist halt fürs Heizkraftwerk. Warum zwei? Warum nicht durch eins? Ursprünglich sollte alles durch das Rohr hier geleitet werden. Deswegen mündet das dann auch in das. Allerdings verbraucht ja das Heizkraftwerk schon so viel. Oder es dauert halt dann ewig, bis das Kraftwerk hier dann mal was abbekommt. Und das ist dann halt blöd. So. Damit haben wir das schon mal erklärt. Also das hier ist vom Heizkraftwerk warm Wasser. Und hier kommen dann halt noch Strom drauf für die Pillager. Also warm Wasser und ja, hier auch warm Wasser. Und natürlich Strom. So, und jetzt gehen wir mal die einzelnen Rohre durch. Ich freue mich jetzt schon. Das hier ist der Brenner. Wer hätte es gedacht? Hier dahinter läuft Wasser durch. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Dann hier kommt dann halt warme und kalte Wasser rein und raus. Und geht dann von hier aus. Also von hier kommt kalte Wasser, von hier kommt auch kaltes Wasser raus. Geht dann hier rein. Und wird dann erwärmt. Das warme Wasser kommt dann hier raus. Also hier und hier und hier kommt das warme Wasser dann raus. So, und ja, hier kommt dann das frische Flusswasser rein und geht dann hier wieder dorthin. Dann haben wir halt hier, zum Verbrennen. Es wird, also hier hinten ist noch ein Tank, es wird Holz zu Holzkohle verwandelt. Und diese Holzkohle dient dann wieder zum Verbrennen. Deswegen ist hier halt dann für die Holzkohle, wird dann auf die Öfen aufgeteilt. Hier sieht man sogar welche. Also das wird dann hier per Wasseraufzug hochgebracht. Hier kommt dann das Abgas theoretisch raus und geht dann hier in den Schornstein. Und ja, was hier blinkt, ist halt die Lampe. Ich kann es dir kurz nochmal zeigen. Was für eine Lampe das ist. Das ist halt wirklich die Lampe, die dort leuchtet. Das ist die. Das ist wegen technischen Gründen ist das so. Also das ist so die Erklärung des Heizkraftwerkes. Kommen wir nun zum Strom produzierenden Kraftwerk. Brenner, Wasser wie beim Heizkraftwerk. Also hier geht, hier kommt das Wasser rein in den Brenner. Hier sieht man es auch noch mal sauberer. Hier kommt dann die Kohle. Hier oben dann das Holz, geht hier runter. Geht dann per Wasseraufzug wieder nach oben. Was habe ich mir da eigentlich für einen Schwachsinn überlegt? Egal, es ist gebaut, die Infrastruktur steht und deswegen baue ich das so nicht um. Ist zwar eigentlich komplett dämlich, aber egal. Hier geht dann das Holz rein und hier kommt dann halt so die Kohle raus. So, dann haben wir hier wieder Schornstein und ja. So. Dann kommen wir jetzt natürlich dazu, was passiert dann mit dem Wasser oder Wasserdampf, was ja eigentlich sein soll. Das Wasser oder auch der Wasserdampf geht dann hier in eine Turbine. Das hier ist die kleine Turbine, wo wirklich Wasser drin ist. Allerdings, ja, kann man da nicht durchschwimmen.
müsste ich noch abändern. Was blöd ist, denn das ist alles eng bebaut. Ne? Also hier ist dann die Turbine, das Wasser läuft hier durch, das Warme geht dann von hier aus in den Kühlturm und wird hier heruntergekühlt. Und läuft dann hier wieder raus. So, und das ist dann, achso, und hier ist dann halt der Generator, hier ist die Welle, hier ist der Generator, hier ist der Output. So, nun die Frage, beim Heizkraftwerk kann man das abschalten? Nein. Auch wenn alle ihre Heizungen abschalten können würden, was hier nicht geht, und bei den Pillagern auch nicht, nur ich habe diesen Luxus, geht nicht. Beim diesem Kraftwerk sieht das anders aus, in der Theorie. Die Technik dazu müssen wir noch bauen. Also mein Plan sieht wie folgt aus und er funktioniert auch. Hier muss nur noch was an der Technik geändert werden, denn wir brauchen zwei Faktoren. Faktor 1 also eigentlich war mein Plan, dass wenn hier Strom in den Trichter geht, wird er ja gesperrt und lässt nichts mehr durch. Ist der Strom weg, lässt er wieder was durch. Hier ist es dann halt so, ist was im Trichter, gibt es einen Output. Einfach, weil wenn jetzt kein Holz da wäre, würde das Kraftwerk ja auch so gesehen nicht laufen. Und deswegen, was eigentlich auch wieder komplett eine Schrottidee ist, denn hier ist ja noch Holz im System drinne, was noch eine Weile hält. Aber naja. So, und das Problem, was wir in der Theorie haben, genau, ist, das hier gibt ein Redstone-Signal ab. Das Signal geht halt hier und dann halt eigentlich hier weiter zum Generator hier rein. Übrigens schön mit Netherweed-Blöcken gearbeitet. Und geht dann halt dort so schön kreuz und quer in einen Block. Und zwar in dem hier. Und jetzt ist das so. Ist das Signal an, dann wird ja eine Redstone-Fackel ausgeschaltet. Heißt, die hat dann kein Output mehr. Ist das Signal aus, so wie jetzt, dann gibt sie wieder Strom und das soll dann halt so jetzt das, ja, das gibt dann halt den Strom hier ab. Das läuft dann hier drüber ins Netz. Also das hier, also ich kann jetzt nochmal die Schaltelektronik ein bisschen erklären. Hier haben wir den Input vom Solar. Das wird hier gespaltet. Einmal in die Richtung, wo dann der Strom vom Generator auch hinfließen würde. Und dann halt hier ins Netz geht. Deswegen, also das Teil hier ist auch dafür da, dass der Strom nicht dann in diese Richtung geht. So, und ist hier kein Strom drauf, ist also hier kein Strom und somit auch hier kein Strom. So, dann ist auch hier kein Strom und hier und die ganze Reihe ist dann kein Strom mehr da. So, und wenn hier kein Strom ist, ist hier auch beim Trichter kein Strom mehr und der Trichter ist offen. Scheint jetzt aber die Sonne, kommt hier der Strom rein, der Strom geht hier hin und geht dann auch wieder ins Netz und geht hier hin und zum Trichter. Also zu diesem Trichter, nicht zu dem, zu dem. Ist ja ein Redstone-Signal, also Strom, drauf, dann wird der Trichter gesperrt. Was dazu führt, er lässt nichts mehr durch und in der Theorie sollte hier dann nichts mehr drin sein. Die Sache ist die, ich müsste eigentlich das Signal hier einmal umwandeln. Das sollten wir hinbekommen. Pass auf, ich baue mal hier kurz Redstone wieder ab. Baue hier mal kurz eine Verlängerung auf. Kann das auch ruhig bis hierher ziehen. So, meine lieben Freunde. Das hier brauchen wir ja eigentlich nicht. Aber das hier brauchen wir.
So, hier muss ein Block hin, damit sich das Redstone nicht verbinden tut. So, dann muss hier ein Block in der Theorie hin. Passt auf, ich brauche jetzt erstmal einen Redstone-Verstärker und eine Redstone-Fackel. Da haben wir noch eine. Ein paar. Eine ist gut. So, ich weiß nicht, funktioniert das, wenn ich jetzt den Move hier mache? Ja, geht, okay. Dann geht dieses Signal in diesen Block. Und von diesem Block aus gehe ich dann warten. Nein. Und von diesem Block geht das Signal dann in diese Fackel. Die Fackel ist jetzt aus. Wäre hier nichts im Trichter. Genau so. Machen wir das jetzt mal. Was passiert, wenn ich hier überhaupt Strom drauf gebe? Achso! Stimmt. Redstone-Verstärker funktionieren nur in eine Richtung. Das sind praktisch wie Widerstände. So. Und in der Theorie sollte ich jetzt hier alle Blöcke rausnehmen. Wir beschleunigen dies. Ja, das hätte nämlich auf die Art und Weise eine Weile dauern können. So. Dann geht die Fackel an. Wartet kurz, wir müssen noch eine Verbindung bauen. So, dann geht hier die Fackel an und der Output ist aus. So, jetzt funktioniert die Technik auch. Und ich mache das mal wieder weg und wir schauen mal, was so abgeht. Genau, Leute, das Video ist jetzt schon zu lang, deswegen arbeite ich jetzt hier dran nicht mehr. Und noch eine Sache, der Trichter fließt zu schnell. Eventuell müssen wir hier eine Glock hinmachen. Was bedeutet, wir brauchen eine Glock. Warum eine Glock? Eine langsame Glock, würde ich auch sagen. Ganz einfach, die Glock sorgt halt dafür, dass der Trichter nicht durchgehend geöffnet ist, sondern verschließt ihn. Und da bemerke ich auch ein Problem, und zwar muss die Glock auch sperrbar. Ne, warte. Warte. Egal, vergiss, was ich gerade gesagt habe, mit sperrbar sein. Ich würde sagen, hier das weitere Kabel, da die Glock, das bauen wir im nächsten Video. Für heute, also für jetzt reicht es erstmal. Wir haben genug gebaut, Leute. Für dieses Video. Und ja, ich glaube auch, es ist schon echt spät. Das wird heute das letzte Video sein. Morgen geht es dann weiter. Ich habe wieder enorm viele Ideen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.